So ein thematisch passendes Lied. Das ist Punkrock. Flugzeug, Flugzeug, stürzt nicht ab. Flugzeugdüse, mach nicht schlapp. Flugangst, Aviophobie, Flugangst, Aviophobie, Flugangst. Ihr wisst nicht, wie das ist, als Terrorist mit Flugangst. Flugzeug, Flugzeug, stürzt nicht ab, weil ich noch Großes mit dir vorhab. Ich hatte doch noch Beruhigungspillen beim Sprengstoff, wieso sind die weg? Und wo ist überhaupt der Sprengstoff? Verdammt, ich hab das falsche Gepäck. Panikattacken, Panikattacken, Panikattacken. Ihr wisst nicht, wie das ist, als Terrorist mit Panikattacken. Das Flugzeug stürzt schon nicht ab, sagt der Mann neben mir. Beruhigen Sie sich. Na toll, denk ich nicht mal, mein Opfer glaubt an mich. Versagensängste, Versagensängste, Versagensängste. Ihr wisst nicht, wie das ist, als Terrorist mit Versagensängsten. Ich bin übrigens Journalist, sagt der Mann, während der Knabberzeug knabbert. Und ich bin Terrorist, sag ich, ach verdammt, jetzt habe ich mich auch noch verplappert. Das ist ja interessant, sagt da plötzlich die Frau daneben. Sagen Sie mal ganz ehrlich, kann man davon leben? Naja, sag ich, mit einem festen Gehalt sollte man's nicht vergleichen. Und außerdem hat der Chef gesagt, es muss ja nicht lange reichen. Existenzangst, Existenzangst, Existenzangst. Ihr wisst nicht, wie das ist, als Terrorist mit Existenzangst. Hör mal, sagt da die Frau, du sagst, du bist Terrorist. Ich aber arbeite in einem Callcenter und du hast keine Ahnung, was Terror ist. Du terrorisierst hier einmal im Leben 300 auf einen Schlag. Ich aber terrorisiere 300 Tag für Tag. Und ich terrorisiere ein ganzes Land, sagt der Mann, wann immer ich mag. Was, rufe ich überrascht, arbeiten Sie etwa für den Springer Verlag? Er nickt und ich sage, dass Angst und Schrecken zu verbreiten auch mein Ziel sei. Da rufen die beiden, für einen wie dich haben wir immer eine Stelle frei. Flugzeug, Flugzeug, stürz nicht ab, weil ich endlich einen Job gefunden hab. Guten Tag, wir machen eine Umfrage und was wir gerne wüssten, haben Sie eigentlich Angst vor Terroristen?